Ihr seht, das schwimmt jetzt, ist aber nicht schlimm. Und dann greift das hier ein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das war's. Super. Das reicht? Das reicht. Und ja. Hey Dosch, wie geht's dir? Danke, gut. Und warst du wieder im Urlaub? Ja, ich musste kurz eine Sache erledigen. Ein Monat, wo wir vom Urlaub zurückgekommen sind, hast du wieder eine Woche Urlaub gehabt. Mein Gott. Ja, was soll ich machen? Das war ein Muss. Hier haben wir einen wunderschönen Golf. Ich glaube, Golf 6R, kann das sein? Oder 9R, keine Ahnung. Auf jeden Fall Polo 5, glaube ich. Warum hast du gerade Polo 5 gesagt? Sind, glaube ich, Polo 5. Wieso Polo? Das ist Polo. Du hast gerade was vom Golf gesagt, deswegen. Nein, das ist ein Polo. Du hast gerade eben Golf gesagt. Habe ich das? Hast du? Jetzt habe ich aber gesagt ein Polo. Jetzt hast du Polo gesagt. Jetzt habe ich Polo gesagt. So, okay. Das ist ein Polo. 5. Ich glaube, 6R heißen die. Du hast mich ganz keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Polo. Der ist ausgeschlagen, hier. Und drüben genauso, auch ausgeschlagen. Was ausgeschlagen sind, das sind ja die Axialgelenke. Hier ist er ausgeschlagen. Das ist der Spurstangkopf. Und zusammen Spurstange. Und das werden wir erneuern. Links und rechts, weil der hat keinen TÜV bekommen. Geile ist, heute ist auch letzter Tag. Das ist auch cool. Ja, er hat das irgendwie voll vercheckt. Und dann kommt er am letzten Tag. Heute ist der 28. Das heißt, wir werden jetzt einmal ganz schnell Spurstangen wechseln. Links und rechts. Mhm. Und dann Spureinstellung. Und dann sofort zum TÜV. Um die rauszuholen, hat man immer ein Problem. Es gibt nochmal solche Spezialwerkzeuge. Es ist wie eine Mütze, Eidosch. Mhm. Du machst es drauf. Es sind drei Kugeln. Die haken sich hier fest. Und dann drehst du das. Es gibt ja auch Spurstangen, die sind ganz rund. Die sehen dann so aus. Und da wird es dann schwer. Und viele greifen dann zu einer Rohrzange. Ja. Das ist nicht gut. Bei vielen ist das ja auch so, dass sie nicht richtig festmachen können, weil die A, keinen Platz haben für die Rohrzange oder so. Oder für den normalen Schlüssel. Mhm. Und das Ding ist dann locker. Du musst das Ding ja hier einstellen. Und hier beim Einstellen, du siehst, das hintere dreht sich mit. Mhm. Und dann passiert das schon mal, dass das Ding hier hinten sich lockert. Ja. Habe ich auch schon mal erlebt. Ich zeige euch heute aber ein Werkzeug von Gedore. In einer Minute holt ihr den Spurstand komplett raus. Und in einer Minute baut es wieder ein. Und das ist das hier. Das Ding ist göttlich. Voll einfach gelöst, aber richtig Qualität. Bis maximal 160 Newton könnt ihr das festziehen. Mhm. Ich bin mir sicher, das kann man schon mal ein bisschen mehr machen. Aber natürlich kriegt er nicht 160 Newton, ist ja klar. Im Prinzip ganz einfach. Hier ist ja eine Manschette, ihr holt ihn nach hinten. Das Ding hier drauf, zack, hier hin, egal. Ihr seht, das schwimmt jetzt, ist aber nicht schlimm. Und dann greift das hier ein. Eidosch. Mhm. Und dann kannst du das einmal abmachen oder andersrum festmachen. Und das Geile ist, ihr könnt da richtig Newton drauf geben. Das heißt, ihr könnt Herstellerangaben das Ding festmachen. Seit ich das hier habe, ist das ein Genuss, die zu wechseln. Ehrlich, Gedore, Hut ab. Ihr habt 1000 geile Werkzeuge, aber wenn ich so Top 10 habe, ist der auf jeden Fall ganz oben dabei. Weil das erleichtert deine Arbeit und es ist sicher. So, jetzt zeige ich das in Action. Ihr werdet umfallen. Gedore habt ihr natürlich die passende Verlängerung mit dabei. Könnt ihr euch auch bestellen. Das Ding ist Wahnsinn. Das ist die längste Verlängerung, die du hast. Es gibt bestimmt noch längere, bin ich mir sicher. Aber die du hast hier. Die ich habe. Von FlexiSpot. Aber wir dürfen noch keine Werbung machen. Oh. Haben die gesagt, wir sollen noch warten mit der Werbung. Echt? Ist ja kein Problem. Warten wir. Zu Black Friday gibt es eine Aktion mitzugeben. Darfst du denn das überhaupt schon teasern? Ja, da ist schon teasern. Ich habe dir noch erzählt mit diesen drei Kugeln, ne, Eidosch, wo da drauf ist und das Ding festhält. Ne? Genau. Weißt du, was mir einmal passiert ist? Diese Kugeln sind auseinandergeflogen. Und genau, weil das war immer Glückssache. Mal hat es geklappt, mal nicht. Also ich musste echt tausendmal drehen, wo er festgeschnappt hat. Mhm. Und danach beim Lösen, weil da ist er ruckartig, hat er sich gelöst, habe ich meine Seele verletzt. Also nicht gerissen zum Glück. Es war entzündet und ich bin selbstständig. Ich muss immer weiterarbeiten. Und das war schlimm. Also 3 Monate, ne, hat das wehgetan. Jedes Mal beim irgendwas festziehen, lockern. Boah, das war schlimm. Hier hast du schon sofort das erste Problem, was ich meine. Hier, also wenn du jetzt schon kein Werkzeug hier hättest, hast du schon bei diesem Auto Probleme. Mit einer Rohrzange oder normalen Zange kommst du nicht dran. Jetzt einschlagen, hier hin, ist das Ding irgendwo hier. Hm.
Das heißt, du müsstest ihn schon so schräg ansetzen, damit du irgendwie versuchst, das zu lösen. Das machen wir gleich. Das muss 21er sein. Das lockere ich auch gerne. So, geht er auf. So, das habe ich jetzt gelockert. Warum, wird ihr gleich sehen. Weil die Schelle müssen wir hier kaputt machen. So, die Schelle ist ab, hinten. Jetzt können wir hier vorne, hast gesehen, braucht keine Zange rein. So, hinten abmachen. Ja, ist immer ein bisschen schwer. Obwohl die Manschette ab ist, ne? Das ist so schön. So, Alter, du siehst, oh, guck mal, wie schön hier alles. Damit kannst du gleich später Cha-Cha-Cha machen. So, siehst du, das Ding ist jetzt ab. Das reicht auch. Ihr könnt auch die Manschette ein bisschen nach hinten machen. So, die Manschette nach hinten gemacht. Hier, das Ding ist hier ausgeschlagen. Und jetzt fängt unsere Arbeit an. Das sieht so verrostet aus alles, ne? Ja, der ist auch kaputt. Zeig dir auch gleich, was kaputt geht. Das ist auch statistisch gesehen das am meisten, was kaputt geht. Du siehst, das Ding ist drauf. Und dann einfach, das war's, der ist schon locker. Das war's schon. Jetzt können wir das Ding so, ups, so könnten wir das jetzt abbauen. Jetzt mache ich das hier schnell ab. Wenn das Teil hier neu kommt, da könnt ihr ruhig draufhauen. Ne? Dann darf man das. Dann darf man das, das kommt eh da. So, und das Teil ist schon ausgebaut. Oh, warte. Wir müssen das von hier machen und jetzt können wir das rausdrehen. Das war's. Und hier, das ist kaputt halt, ne? Boah. Dieser Kopf sozusagen. Dieser Kopf. Und das ist das, was tackert, ne? Wenn man am Reifen so... Beweg mal bitte. Ja, und beweg mal das hier. Jetzt werde ich dreckig. Oh ja. Ja, ist nett. Oh. Der macht jetzt. Und der hat ja dieses Spiel noch, ne? Das merkst du jetzt nicht. Ja. Das hier jetzt habe ich ja gelockert. Jetzt machen wir so und drehen den. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Muss man sich das merken? Sieben, acht, neun, 18, 19. Ja, 19 merken. Also viele Leute haben jetzt nicht die Möglichkeit, sofort irgendwie Spureinstellungen zu machen. Und wenn du das so machst, hast du einigermaßen die Spur schon okay gerade, sag ich mal. Aber nicht, kommt je nachdem, was für Material man kauft. Also es gibt echt Unterschiede wie Tag und Nacht. Also dann klappt das sogar nicht. Wie war das? 19? 19. Ich gebe heute aber Tipps raus hier. Das packen wir wieder rein. Wenn dieses Ding nicht kaputt ist, braucht ihr es auch nicht erneuern. Ne? Also, das Gummidingens? Ja, ja. Wie heißt das, die Manschette? Das ist die Staubmanschette. Staubmanschette. Ja, so. So, bevor wir das einbauen, eine dünne Schicht Fett. Ich habe nichts dagegen. Genau, da freut sich immer der Mechaniker, der eine Spureinstellung macht, Leute. Ah, damit das schön gängig ist. So, Fett haben wir auch drauf. Und jetzt, Alter, wie viel waren das nochmal? 19, gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19. Wir wissen nicht ungefähr wie viel, machen wir so. Ja. So, jetzt machen wir das hier mit der Hand nochmal fest, so dass er sich mal rutscht. Und der ist wieder einbaufertig. Später machen wir den hier wieder drauf. Tisch. Das war's. So, und jetzt zeige ich dir, wie man das so schnell wieder einbaut. Vorsichtig rein. Ne? Gucken, dass ihr natürlich nicht falsch ansetzt, das Ganze. So, hinten ist der jetzt ready. Jetzt können wir das festmachen, Alter. Ja. Einfach die Manschette nach hinten, auch wenn das Ding jetzt hinten ist, ne? Das ist sowas von egal. So. Und dann ziehen wir den. So, der ist schon mal fest. Jetzt machen wir mit Herstellerangaben. Machen wir das mal fest. Ist das geil? Wie lange filmen wir schon? 14 Minuten. 14 Minuten.
Ne, davon muss jetzt viele schneiden, weil wir geredet haben. Also haben wir keine 5 Minuten dafür gebraucht. Locker und flockig mit erzählen. Aber die andere Seite kannst du mal lösen, wenn du Bock hast. Ich kann mal probieren. Ja. Das kannst ist das gute Tag. Ich mach dir die Manschette ab. Was denn? Das ist locker. Locker. Glaub mir, ich kenne da draußen so viele Mechaniker, Alter. Die seit der Revolution sich nicht weiterentwickelt haben. Und trotzdem, wir kriegen das hin, dann kriegst du das auch hin. Wie zum Beispiel der Kfz-Fuzzi. Okay, die Manschette ist ab. Ne, aufpassen, dass ihr auch schön hier drauf haut und nicht woanders. Geht die denn auch kaputt? Ja, natürlich, wenn du den jetzt falsch rum ansetzt, Aldosch, kannst du die Manschette beschädigen. Okay. Also nur, wenn ihr den Spurstandkopf erneuert auf den Spurstandkopf. Sonst nicht, glaube ich. Sonst nicht, also nicht, also ich habe ja Kfz-Fuzzi gesehen. Der hat das gemacht, ich mache ja das jetzt. Mhm. Hier drauf vom würde ich nicht. Ich habe auch einen Spreizer, was man so reinsteckt oder halt so, damit man das dann besser so unterdrückt. Okay. Habe ich alles da, aber der wird hier erneuert. Jetzt ja, mache ich für dich die Manschette ab. So, Manschette ist ab. So. Aidosch, guckst du? Mhm. Und jetzt machst du das ab. Ich gebe dir jetzt alles und du machst das jetzt, okay? Okay. Genau so, Aidosch. Und jetzt komm, gib ihm. Ja, oh, yeah. Okay, das reicht. Das reicht schon, du kannst das wieder jetzt rausholen. Hol das raus komplett und jetzt kannst du es. Genau, jetzt kannst du es mit der Hand. Jetzt will ich das sehen. Jetzt kannst du es mit der Hand rausdrehen. Jetzt kann ich das rausdrehen. Jetzt kannst du ganz locker rausdrehen, ja. So. Genau. Super. Aidosch ist mein bester Azubi. Yeah. So. Okay, jetzt kommt okay, das Ding da ab. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich vorgegangen bin. Jetzt musst du das machen. Oh je, der muss ja ab. Also muss man ja das hier. Genau. Wie oft muss ich das drehen? Ja, jetzt dreh doch. Das ist ja immer noch dran. Das ist hier noch dran. Okay. Ne? Dreh den erstmal runter, bis er fest ist. Wie? Ach so. So ist er fest. Ja, ja, ist so fest. Ist er fest. Okay, jetzt drehst du den. Jetzt hältst du den fest, den nicht mehr wackeln. Jetzt drehst du das. Genau. Also 1, 2, 3, 4, 5, 17. 18,5 ist okay. Bleibt dran. Das bleibt dran. Super. Und jetzt holst du alles raus. Das holst du raus. Mhm. Und die Manschette holst du raus. Einmal. So, das brauchen wir nicht mehr. Das ist der falsche. Der das holst du jetzt raus. Da brauchst du jetzt erstmal nicht sehen, weil wir das alles rausholen. Okay. Tollig. Mach das erst zuerst rein. Komm. Schön mit der Hand reindrehen. Müssen wir da was irgendwas hinschmieren? Machst du hier, nein, hier, ne? Nein, erstmal nicht. So, super. Genau, gucken. Nee, ist aber nicht ja, so. Ja, ja, weil der ist ja nicht gerade. Und jetzt auch nicht irgendwie versuchen, das gerade zu machen. Nein, nein, ich mach ja, ganz wenn locker. Du jetzt ein paar Umdrehungen gemacht hast, super, mach, mach. Der ist nicht gerade auf jeden Fall, ich merke. Ja, das Ding ist ja nie gerade. Nee. Also, das ist dann auf. Jetzt stellst du das bitte auch fest ein. Hab ich schon. Ja, dann machst du erstmal mit der Hand fest. Genau, schön drauf. Mach mal fest. Super, jetzt das hol du das schon? Raus. Ja, ja, das reicht schon. Jetzt halt, hol das raus, ich gebe dir den Drehmoment. Okay, das war's. Super. Das reicht? Das reicht. Und ja. Achsmann erstmal drauf. Das Restmann drauf. Ist gut so? Ja, und jetzt kannst du das hier reinschrauben. Spielt das eine Rolle, wo? Da vorne darf nicht oder egal? Genau. Nein, nein, das ist egal. So. So, lass mich mal 18. Ganz kurz. Hand abwischen. 18 Umdrehungen. Also, ich zähle ab jetzt. Ja. 18,5. Geht nicht. So. Super, Aidosch. Jetzt machst du das ab. Das hier? Das machst du ab. Machst da oben schon mal rein. Unten. Von unten. Hm? Super gemacht. Das Ding hier ist auch locker. Super gezeigt. Danke. Ja. Nee, ist ja kein Problem. Ist ja meine Aufgabe. Hintags können wir eh nichts machen, ist ja so eine starre Achse von daher. Mhm. Aber vorne, ne, obwohl er fast gerade war, Alter, guck mal, 1,5 Grad. Wahnsinn. Und da ist perfekt, da drüben aber 1,5 Grad. So, jetzt heben wir den hoch. Das Geile ist, wir haben das so schön eingefettet, das geht jetzt,
Das flutscht jetzt. Boah, geil, ey. Der Typ, der das gemacht hat, der ist ja schön. Richtig gut. Ach, guck mal. Andersrum. Jetzt achte, wie schnell das geht jetzt. Super eingeschmiert. Ja, ne, habe ich gut gemacht. Hast perfekt gemacht. Nicht gut, perfekt. Ne? Das ist ja loben wir. Das höre ich doch gern. Der TÜV-Prüfer kommt, macht gleich eine Nachuntersuchung mit so einem Grinsen. Dann sagt er, ey, geil, schön, fertig. Kriegt die Plakette. So einfach. Schön. So einfach. Das schraubst ja echt gut, Eidosch. Ja, wenn du das so sagst, das motiviert mich. Dann komme ich bestimmt häufiger. Ja, dann muss ich ja öfters sagen. So, danke schön fürs Zuschauen. Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraftzentrum, bis dann noch rein. Ciao. Check, check. Alter, was macht jetzt?